Gut, die Türen kann ich schon mal in Auftrag geben. Die werden ja jetzt hier mit reingebaut. 1, 2, 3. Hier gibt es keine Türen. Da sind nur die Büros. Und ich habe das Büro noch gar nicht zugeteilt. Büro. Bei Service ist es nicht Verwaltung. Büro. Guti, dann können wir noch eine neue Forschung mit hinzufügen. Wir nehmen die guten Lehrer. Jetzt kommen nämlich auch erstklassige Lehrer, die wunderbar unterrichten können. Und die werden dafür sorgen, dass auch unsere Viertklässler nochmal ordentlich was reinkriegen in den Kopf. Die Recyclinganlage, die sorgt dafür, dass der Müll recycelt wird. Und damit verdienen wir zusätzlich Geld, sodass die Müllabfuhr nicht mehr so viel Geld kostet. So, die Jungs und Mädels sind wieder da, werden jetzt wieder weiterbauen, hoffe ich, und das so schnell wie möglich, bevor die Schüler kommen und die Kantine begutachten. Es laggt ganz schön. Halt! Böden, oh, 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 oh. 1, 2, 3. Alle gehen in die Gemeinschaftsräume. Ja, das hat mir natürlich jetzt die Wertung wieder komplett zerhauen, was die Sauberkeit angeht. Na, ah, ich hasse es. Aber gut, vielleicht wird es ja wieder irgendwann. Dann werden wir das hier einmal reparieren. Fehlt noch irgendwas? Nö. Das hier werden wir auch erweitern, sodass wir noch mehr machen können. Und wir werden die Küche erweitern, denn wir brauchen noch mehr Essen für unsere ganzen Leute, vor allem auch nachher für unsere Kräfte, die für uns arbeiten. Die werden ebenfalls bei uns essen. So, Objekte bauen. Zonen. Kantine, wo ist sie? Ernährung, Kantine. Die Kantine ist jetzt größer. Dann nehmen wir diese ganzen Dinger hier raus. Das sind die Wasserspender und Mülleimer. Die stellen wir nämlich einmal um. Bauen. Objekte. Bob, bob, bob. Kantine. Ja, wir haben gar keine Verkaufsautomaten, ne? Doch, hier auf den Fluren. Geschirrabgabe. So, jetzt können sie noch mehr Geschirr abgeben. Das nehme ich hier gleich mal raus. Aber vorher will ich noch die Wasserspender haben. Und wir brauchen noch mehr Mülleimer. Ich glaube, die sind bei alle, ne? Guck mal, es gibt sogar eine Fahnenstange. Hui. Cool. Ach, großes Fenster. Ja, ich brauche im Moment keine Fenster, aber es freut mich natürlich, dass es welche gibt. Die Schüler werden hier alle eingesperrt und dann ist gut. So. Ist auch ganz normaler Rasen. Das ist auch in Ordnung. Aber wo sind die denn vorher drüber gelaufen, dass das Dreck gegeben hat? Ich verstehe es nicht. Ich werde sowieso irgendwann alles zugepflastert haben, aber bis dahin will ich ja wenigstens eine halbwegs gute Wertung haben. Ist auch noch alles in Ordnung. Hier sind die Schüler nirgendwo über Dreck gelaufen. Sämtliche Türen sind da. Hier muss ich noch eine mit reinbringen. Baue Böden. So. Tja, ja, unsere Bauarbeiter haben immer zu tun. Die guten Lehrer werden jetzt auch erforscht. Okay, und dann brauchen wir nur noch eine Tür. Die kommt dann hier mit hin. Dann können die nämlich von hier aus gleich in den Essensraum und alles ist gut. Bitteschön. Ach, ihr seid schon wieder beim Lernen. Na, ist okay. Das freut mich für euch. Ja, wir brauchen immer noch eine Schwimmhalle. Da werden wir uns dann später drum kümmern. Und je nachdem, was wie man für eine Sportaktivität hat, ist sie ja auch für eine andere Klasse gedacht. So dass der Sportplatz für die erste Klasse beispielsweise ist, die Laufbahn für die zweite Klasse und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir die anderen sportlichen Aktivitäten auch noch mit drin haben. Ein Schwänzer wurde erwischt. Du Bösewicht! Du wirst gleich mal rübergebracht zum Schulleiter. Jetzt ist Schluss hier. Juhu! Bessere Lehrer erforscht. Perfekt. Super. Gute Lehrer. Dann müssen wir... Puh.
kann man auch die Häufigkeit fertig machen. Mitarbeitereinrichtungen, Mitarbeitervorsorge. Auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter muss geachtet werden. Mit dieser Forschung kannst du Räume für deine Mitarbeiter freischalten. Schalte das Lehrerzimmer und die Mitarbeiterlounge frei. Zusätzlich Mitarbeitereinrichtungen. Sorge dafür, dass sich deine Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen, indem du Räume nur für Mitarbeiter baust. Schalte die Mitarbeiterkantine und Mitarbeitertoilette frei. Warum? Besser brauen, better brews. Schalte verschiedene Kaffeesorten in deiner Personal und bla bla bla. Ich glaube, die Kaffeesorten müssen erstmal warten. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir brauchen einen Berater und danach das Schwimmbad. Schade, dass ich die nicht nach und nach anschalten kann. Einer kümmert sich um den Hund, die anderen bringen gerade ihr Geschirr weg. Essenschlacht gibt es aktuell nicht, weil die alle wissen, wo sie es hinzubringen haben, Gott sei Dank. Und es scheint auch genug Essen zu geben. Es gibt einen Mobbing-Vorfall. Oh! Mobbing ist nicht in Ordnung. Auch wenn 9 von 10 Leuten Mobbing okay finden. Ups. Reparieren. Reparieren. So, schön. Jetzt können die ganz normal weiterspülen, ohne dass es kaputt geht. Auch in den Toiletten ist alles in Ordnung, muss nur mal wieder sauber gemacht werden. Und wir brauchen, mehr Toiletten, ansonsten haben wir bald ein Problem. Objekte. Toiletten. Toiletten sind hier. Brauchen noch eine weitere Klokabine für die Mädchen. Bauen hier auch noch mal 2 weitere mit rein. Und noch eine Klokabine für die Jungs. Ja, war klar, dass die irgendwann nicht mehr ausreichen, aber wir werden auch hier vorne weitere Toiletten mit hinsetzen, sodass wir dann die Möglichkeit haben, die überall mit reinzubringen. Ein Elternteil bedankt sich für die Beratung seines straffälligen Kindes. Sie haben 2 Jobs und sind nicht oft zu Hause. Deshalb ist ihr Kind kriminell geworden. Du versicherst den Eltern, dass sie das Beste tun, was sie können. Oh. Du gewinnst den Ruf eines Rektors, der sich um Schüler und Eltern gleichermaßen kümmert. Oh. Damit haben wir 10 Ruf bekommen. Unser Ruf ist im Moment ziemlich gut. Wir sind beim Schulrang auf 571 und die anderen, unser Rivale, ist auf 585. Das heißt, wir stehen über ihm. Unsere Berichte sind relativ gut, auch wenn die Leute sehr häufig über ungepflasterte Böden gelaufen sind. Mülleimer sind teilweise voll. In den Toiletten haben wir 3-lagiges Klopapier und dementsprechend verhindern wir, dass die dort alles voll machen. Die bösen Jungs und Mädels hier. Im Lehrerzimmer können wir später noch besseren Kaffee mit reinbringen, sodass die Leute schneller unterwegs sind und besser lehren können. Und in der Küche selber können wir auch später das Essen noch beeinflussen. Auch die Medizin kann verbessert werden. Essensqualität ist im Moment so der größte Gesundheitsverlust für die Schüler, aber auch das werden wir bald behandeln. Wir müssen bloß eine Forschung nach der anderen abschließen. Wie sieht denn aktuell das Lehrverhalten aus? Wir sind ganz gut dabei, auch Mathe kommt so langsam hinterher, schon bei 30, wir sind bei Tag 3, 9 Tage haben wir Zeit. Das heißt, wir werden schon mal mehr als 30 haben, so viel ist sicher. Hier schon wieder ein Klo kaputt. Geh mal weg. Reparieren. So ist gut. Oh, hier ist einer am Bein. Was ist denn? Jemand hat mein Herz gebrochen, aber dafür gibt es doch keine Medizin. Was stellt die sich vor? Ah, Schulschluss. Ach Gott. Der Tag ist schon um und wir haben Mathe noch nicht mal auf 31 bringen können. Das ist nicht gut. Ich hoffe, dass wir Mathe noch weiter hochbringen. Aber immerhin, wir haben sehr viel Geld gemacht und ich hoffe natürlich auch, dass das die nächsten Tage so bleibt, dass wir die ganzen Forschungen mal abschließen können. So, weiter geht's. Die Forschung ist durch. Dann nehmen wir schnellere Aufseher. Ja, wird auch wichtig sein. Stellvertretender Schulleiter können wir auch demnächst nehmen. Und den Schulbus. Schulbusse bringen die Schüler sicher zur Schule und nach Hause. Schaltet die Bushaltestelle frei. Rabattaktionen. Damit machen wir einiges günstiger. Eben auch später mit den Strom- und Wasserkosten können wir dann noch arbeiten und hantieren. Das ist alles kein Problem. Wir nehmen jetzt erst einmal die Mitarbeitereinrichtungen, sodass wir dann irgendwann den Kaffee freischalten können. Und danach nehmen wir dann den Arbeitsbereich für die Leute, beziehungsweise schnellere Arbeiter.
Ja, habt ihr gut gemacht. Ihr könnt nach Hause gehen. Feierabend. Ein gutes Schulsystem, muss ich ja mal so sagen, nicht? Wir haben's drauf. Ich sollte Rektor einer Schule werden. Der nächste Tag. Tag 4. Unsere Flagge hängt. Unsere Mitarbeiter sind da. Die Belieferung hat stattgefunden. Ein Gangmitglied wurde entdeckt. Wo das denn? Ach da. Rausschmeißen. Der hat hier nichts verloren. Raus hier. Und er haut ab. Rausschmeißen. Wo kommen die denn alle her? Doch so viele Aufseher. Da ist noch einer. Der Karl. Okay, solange die sich nicht hier rumtreiben, ist alle gut. Schon wieder eins. Wo sind die denn alle? Gangmitglied, der muss ja irgendwo noch draußen rumlungern, oder was? Ist der bei mir in der Schule drin? Im Gemeinschaftsraum ist er nicht. In der Kantine auch nicht. Vielleicht auf Klo? Nein. Hat irgendjemand ein Gangmitglied gesehen? Also ich nicht. Da ist er. Rausschmeißen. Gut, dann haben wir sie alle weg. Wir haben noch jede Menge Kohle. Wir könnten tatsächlich mal dafür sorgen, dass wir jetzt bessere Lehrer bekommen. Es gibt jetzt sogar welche mit 3 Sternen bzw. mit 3 Medaillen. Die sind dann richtig gut. Das sind schon Doktoranden. Vorher hatten wir ja bloß die 2 Sterne. Das sind die Meister. Master, genau. Und jetzt haben wir Doktoranden. Die haben auch richtig gute Werte in den jeweiligen Aspekten. Das heißt, gegebenenfalls könnten wir die ganzen Lehrer austauschen. Kostet zwar dann 7.900 und dementsprechend auch mehr pro Tag, aber das können wir uns leisten. Wir haben ja sehr viele Schüler und dementsprechend auch einen sehr, sehr guten Ruf, den wir dann damit verteidigen. Das heißt, du wirst jetzt die neue Sportlehrerin. Du hast auch keine negativen Quirks, das ist gut. Du bist dann schon mal mit drin. Und dafür können wir sie eigentlich rausschmeißen, die gute Julie Wright. Dann gibt es ihn hier, das ist Lawrence Fischer. Ist Doktorand, Dokorand. Dokorand ist er. Sehr lustig. Das ist schon mal schön. Und er macht Geschichte. Na, dann machst du jetzt Geschichte, bitteschön. Du sehr lustiger Typ, du. Christine Nielsen will ich nicht. Amanda Sanders macht ebenfalls Sport. Dann nehmen wir Amanda Sanders. So, damit haben wir schon mal 3 neue gute Lehrer, Doktoranden wohlgemerkt, die dann dementsprechend auch die jeweiligen Werte in den jeweiligen Fächern mit hochhauen. So, die beiden sind schon mal auf Arbeit. Muss ich einfach mal dazu gesetzt. Oh, auch nicht schlecht. Du bist eine Sportlehrerin. Du darfst nicht hier sein, du musst woanders hin. Warte mal. Ich muss die anderen beiden feuern. Dienststelle. Raus und raus. So, dann haben wir jetzt noch 2 Sportlehrer. Das ist okay. Alle gehen in den Gemeinschaftsraum. Dann können wir jetzt auch den anderen Mitarbeiter feuern. Den Geschichtslehrer, der überhaupt nichts drauf hat. Eigentlich haben die beide überhaupt nichts drauf. Aber eher noch weniger. Also raus. So, dann haben wir ihn jetzt mit drin. Das heißt, er kann jetzt besseren Unterricht machen, unsere Schüler werden dementsprechend mehr Spaß bekommen und vor allem sind sie auch sehr, sehr gut dann im Unterricht. Geschichte ist sowieso bei uns relativ schwierig. Ich hoffe, dass wir nochmal irgendwann einen Doktoranden oder vielleicht sogar einen, ich weiß gar nicht, wie die nächste Stufe heißt, Prämierten oder so, Lehrer bekommen, der dann Mathe unterrichten kann. Das wäre cool. Der macht Sprache. Ja, wir könnten auch einen Sprachlehrer gebrauchen. Gerade er hier ist ja nicht unbedingt gut. Sehr anspruchsvoll, sehr streng, sorgt für einen großen Zuwachs, obwohl das geht, führt zu einem starken Rückgang der Energie. Ihn könnten wir eigentlich raushauen. Dann stellen wir ihn rein, nehmen ihn raus.
Ein Raucher wurde gefasst. Jo, passiert. So, und den restlichen Tag verbringen wir wieder damit, zu forschen. Und unser Müll wird recycelt, sodass wir noch ein bisschen Geld machen. Endlich. Mitarbeitereinrichtung haben wir erforscht. Jetzt machen wir noch schnell den besseren Kaffee. Und anschließend kümmern wir uns um die Schwimmhalle. Reparieren. Schon wieder ein Gangmitglied. Wo kommen die denn alle her? Rausschmeißen. Gibt's doch nicht. Ich brauche noch einen weiteren Aufseher, der dort oben aufpasst. Mann, hier ist was los, Leute. Wir werden den Lehrern ebenfalls Zimmer einrichten. Ich glaube, die werde ich hier oben mit hinmachen. Dann können wir die Küche gleich nutzen, um die dann mit zu versorgen in einer Mitarbeiterkantine. Eure Schulnoten sind wichtig. Kümmert euch lieber darum, anstatt mit irgendwelchen Gangmitgliedern hier rumzuhängen. Wir sind gerade bei 36 Punkten in Mathe. Das ist hervorragend schlecht. Ich brauche einen besseren Lehrer in Mathe. Du machst auch Sprachen, das ist schön. Außerdem bist du lustig. Das heißt, die Schüler haben dann mehr Spaß. Theoretisch könnte ich dich gebrauchen, praktisch nicht. Besser brauen. Kommt, macht mir Kaffee. Dann können wir nämlich demnächst das Lehrerzimmer fertig machen. Wobei, das können wir jetzt schon mal anfangen. Dann haben wir das hinter uns. Bauen. Wände. Erst einmal die Ziegelsteinwand hochziehen. Dann haben wir das hier nämlich bald größer. Dann können dort größere Veranstaltungen stattfinden. Und wir machen ein Lehrerzimmer. Und einen Mitarbeiterraum. So, dann brauchen wir auch die jeweiligen, wartet mal. Nimm nochmal die Ziegelsteinwand so lang. Sind die Räume auch alle gleich groß. Dann brauchen wir die Böden. Hier ist ein ganz normaler Holzboden drin, den setzen wir auch hier wieder mit rein. Wir brauchen den Holzboden auch hier. Wir brauchen die Badezimmerfliesen hierfür, denn wir werden auch eigene Toiletten für Mitarbeiter machen. Und eigentlich kann die Wand hier wieder weg. Guti. Mitarbeiterkantine kommt dann hier mit hin und die Küche wird größer. Ja, und die normale Kantine, wenn die, glaube ich, in der Größe bleibt, das ist okay. Da kriegen wir sehr, sehr viele Kinder untergebracht und manche Kinder gehen ja auch einfach zu den Automaten und holen sich da was zu essen raus und dann ist gut. So, das für die größere Activity Hall, beziehungsweise doch, das ist die Activity Hall. Aktivitätshalle. Aha. Aha. Gut. Einen Berater können wir einstellen. Kostet 444 pro Tag, ist okay. Oh, ich habe nicht genügend Geld. Oh, verdammt. Ich habe mich schon gewundert. Ja gut, dann bauen wir bloß noch die Türen mit ein. Eine Tür hier mit hin, eine dahin, dahin und dahin. Brauchen wir noch die jeweiligen Böden dort, aber das machen wir später. Hier werden wir dann die Wand abreißen müssen.